Heute soll es um Propheten gehen. Gibt es heute noch Propheten? Und Prophetinnen, gibt es das heute noch? War ja nicht so dringend. Offiziell, aber. Inoffizielle Propheten. Wir sammeln mal, ja, wir sammeln mal. Mit der Frage müssen wir uns ja befassen dann. Der Paulkircher, oder wie? Also, es ist interessant, also Visionen, also Prophetenvisionen. Was sind das für Visionen? Visionen ist ein weites Wort. Also, die sind auf die Zukunft gerichtet. Also, Visionen auf die Zukunft gerichtet. Ja, und ja, Sie sagen gerne ein anderes Stichwort. Ja, das gibt es ja, das, also die Schwester Faustina, die ja da auch kirchlich anerkannt ist, wobei das nicht zum allgemein verpflichtenden Glaubensgut gehört, ist sicher auch nochmal zu unterscheiden. Es gibt im Moment eine Fülle, wenn man das anschaut mal. Es gibt einen richtigen Markt, also auch im Internet, das ist richtig schön, von solchen Schauungen oder Visionen, die immer also nach dem Schema laufen, wenn nicht dann. Ja, wahnsinnig, also irrsinnig viel, ja, gibt sehr, sehr viel. Das geht dann fast schon in diese, fast schon, manchmal hat man den Eindruck, das geht so in eine Richtung etwa wie Zeugen Jehovas oder sowas, ja, wo dann immer sozusagen die Welt ist schlecht und da kommt es zum radikalen Abbruch, aber der war ja schon ein paar Mal angekündigt und dann war es immer irgendwie, ging die Sonne falsch oder die Uhr verkehrt oder irgendwas, auf jeden Fall hat es noch nicht stattgefunden. Aber da ist ja immer irgendwie auch etwas dran, ja, das müssen wir uns nochmal anschauen, ja. Also, gibt es heute noch Propheten? Also selbsternannte Propheten. Haben Sie ein Beispiel? Ich glaube, ob er das sagt, weiß ich nicht, aber. Wahrscheinlich wird Laura morgens beim Cornflakes wird sein, mein Prophetal. Und dann machen die zwei wieder Politik. Also, wir sind interessant. Also, jetzt war eine leichte Zurücknahme. Ist nicht gesagt, er ist ein Prophet gewesen, sondern er war eine prophetische Gestalt. Das ist ein leichter Diminutiv, wenn man so will. Und alle, die sind immer noch dabei, das sind Menschen, die etwas sehen für die Zukunft. Das ist ein, ja? Wir sind doch jetzt sind wir doch mal, also die Frage muss dann nachher kommen, ne? Aber jetzt, wir sind jetzt dabei, heute, Propheten, ja? Das ist dann prophetisch, oder nicht? Das ist wirklich, das ist verständlich für die ganzen. Das war wieder nochmal ein Zeichen dafür, ja? Von jetzt, also man nimmt etwas vorweg, was in der Zukunft ist. Also, was uns die Runde zeigt, ist, dass wir ein relativ glaubenlösendes Verständnis von Prophet haben. Klar umrissenes Verständnis dessen, was Prophet ist. Das hat immer was mit Zukunft zu tun, sagen wir.
Ja, aber das, aber in dem schon Leben ist ja natürlich auch. Nee, ja, ja, klar. Aber um das Vorleben geht es natürlich auch darum, sie tun das, was eigentlich alle tun sollten und was gut wäre in Zukunft, dass es getan würde. Hat also auch einen Zukunftsaspekt. Wenn man das streng runterdekliniert. Ja? Also natürlich sind wir differenzierte Leute hier in dieser Runde und wissen, dass nicht die Wetterprognose schon Prophetie ist, ja. Weil sie auch nicht nur, weil sie oft nicht eintritt, sondern das Prophezeiung, aber wir verwenden dieses Wort so. Wir sagen schnell, das ist ein Prophet, weil der hat gesagt, irgendwer hat mal gesagt, die Berliner Mauer wird fallen, ja, oder sowas, ja. Das war prophetisch, sagen wir. Also, wenn ich das runterbuchstabiere, Guardini, der hat das schon einfach im heiligen Ungehorsam Dinge getan, die Kirche nicht wollte damals, aber hat es einfach getan. Also war, da hat er, ist also eine prophetische Zeichenhandlung, könnte man sagen. Ja? Oder Roger Schütz sieht im Blick auf die Säkularität, könnte man viele nennen. Ja? Hans-Urs von Balthasar, wenn man heute Texte liest aus den 60er, aus den 50er Jahren, ja? Weit mehr als Karl Rahner, der viel mehr Kind seiner Zeit war. Also je älter ich werde, desto so sehr ich den schätze, aber der ist viel mehr in seiner Zeit verbogen, deshalb wird er lange nicht so eine Wirkgeschichte haben in der Theologie. Vielleicht ist in 100 Jahren wie Balthasar, weil er durch seine Beschäftigung mit der Literatur und so eine andere Bühne hatte, sage ich mal. Ja, der war ja auch also Literaturwissenschaftler von seinem Studium her. Das hat eine ganz andere Grundlage. Und da denke ich manche Dinge, wenn man die heute liest in den 60er Jahren, meine Güte, das könnte letzte Woche geschrieben sein, ja, oder so. Oder ein, was ich in der Predigt am Heiligen Abend, daran muss ich niemand erinnern, bitte, aber mir ist es deshalb so präsent, dieses Stück, das der Antichrist von Solowjew, der da Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde, wo man im Grunde genommen alle Dinge findet, bis hin zu den manchen Krämpfen, mir geht es nicht darum, die ökumenische Bewegung schlecht zu machen, aber manche wirklich Krämpfe der ökumenischen Bewegung zu beschreiben, dann das nahende Sowjet- oder das Nazireich, das ist doch im Grunde genommen in Bildern anschaulich beschrieben, das ist unglaublich, das nimmt einen den Atem, wenn man das liest. Also, aber das sind immer Dinge, die auf die Zukunft gerichtet sind. Ob die jetzt sehr banal sind oder ob die sehr tiefschürfend sind, sind die Zukunft gerichtet. Wir müssen heute eben untersuchen, was versteht die Bibel unter Prophet. Und ist es das?